Okay, 230 Zuschauer hier auf Leeches bedeutet, die zwei sind wieder die stärkste Blitzpartie. Da war er wieder, der Tiebreak-Score, genau. So, Tiebreak-Ding. Okay, hier mal einen kleinen Ausreißer drin. Aber nach dem Tiebreak müsste jetzt Ilja wieder zwei Partien gewinnen. Ey, wenn wir das so durchziehen. Dann entscheidet am Schluss wirklich, wann aufgehört wird, wer gewinnt. Die schmeißen sich hier die Führung hin und her. Jeder erkämpfte sich zurück. Läufer schlägt H7, hat gedroht. Wenn der Springer schlägt H7, der E7 gegangen hätte. Die haben sich vorher abgesprochen, genau. Der D5 hängt einfach, oder? Oder gehen jetzt gleich zu Läufer E4 Motive? Okay, anscheinend nicht. Aber ich glaube, dann müsste Ilja hier einfach einen Bauern mehr haben, oder? Okay, einfach ist es natürlich nicht, weil Weiß doch gewisse Kompensation hat. Was hier alles Richtung Königsflügel schaut. Aber den Mehrbauern muss er erstmal, also den Minusbauern muss er erstmal ausgleichen, der Rainer. Mit Weiß hier. Springer D5 vielleicht, ah, D5 und dann vermutlich D4. Meine Idee war jetzt Material zu tauschen. Ilja sagt sich, ich hole mir lieber die Aktivität zurück. Beides, glaube ich, entsprechende Möglichkeiten. C4 kann man machen. Läufer schlägt C4, geht nicht wegen Springer schlägt C4. D4 will man vermutlich eher nicht machen. Nach Springer E4. Wobei, vielleicht hat man dann C4. Weiß nicht. Vielleicht erstmal Turm C8. Aber wie gesagt, C4 ist tatsächlich möglich. Behaupte ich jetzt einfach mal. Ja, ich habe beschlossen, auf die Kanten wieder mitzusitzen. Ja. Es geht auch länger als die Kollegen, also dann. Er spielt D4 tatsächlich. Okay. Habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht mitgerechnet, weil ich die Befürchtung hatte, dass der C5 schwach werden könnte. Genau, und man den C3 sowieso nicht nehmen kann. Und ein großes Plus der Läufer hier, die Diagonale, da die Diagonale geöffnet ist, den entwendet Rainer dir direkt. Ja, wie gesagt, D4 droht im Moment noch nichts, deswegen ich verstehe die Ideen mit C4 und dann D3, aber wie gesagt, im Moment hat ja noch nichts gedroht. Jetzt geht vermutlich Läufer schlägt B7 und dann Springer E4. Man beachte die Zeit. Rainer hat schon wieder eine Minute mehr. Das könnte Ilja zum Verhängnis werden. Also er muss jetzt, sollte jetzt ein bisschen auf die Tube drücken, glaube ich. Ah, okay. Ich wollte schon sagen, Springer E5 könnte unangenehm werden. Springer C6 gefällt mir. Das lässt auch deinen Läufer auf B7. Okay, er steht zwar im Moment nicht so stark. Too old, too slow. Ja, sag das nicht. Wenn er jetzt hier gleich eine angenehme spielbare Stellung kriegt, warum denn nicht? Ich meine, gut, auch wenn die Bauern nicht sonderlich stark sind, sie sind hier geschützt, gesichert. Jetzt muss er nur auf den C5 aufpassen. Wie eigentlich? Wer hängt? F5. F5 ist hart. Vielleicht muss F5. A6. Ach so, ich kann den Springer einfach angreifen. Ah, Dame schlägt C5 geht aber.
Oder? Nein, geht nicht wegen Springer A4, Dame D6. Turm AD8. Dame Turm nimmt, Springer nimmt D4. Springer nimmt D4. Ich glaube, das wird am Schluss ausgleichen, weil du den B2 bekommst. Du kannst im Moment auch B2 nehmen, ja? Turm B1. Boah, ey, das ist mir zu hoch. Das ist mir viel zu viel. Ich halte jetzt mal die Klappe und sage in einer halben Minute wieder was, wenn ich das Ganze einschätzen kann. Keine Spur. Okay. Läufer nimmt, Springer nimmt. Springer E5 hier. Springer E5. Okay, jetzt nicht mehr. Could this be the first draw? Springer B4 wieder. Oh, Springer E5. Turm A3. Er kriegt F7. Dafür kriegt Ilja A4. Springer E8. Jetzt kriegt er den G7. Aber der A-Bauer wird schnell. Und er hat Springer D3 immer. Puh. Springer D3 wäre trotzdem gegangen. Jetzt Springer D3. Springer D3, Ilja, hol dir doch den Bauern. Jetzt. Und dann A2. Warum nicht A2? Oh, Turm A4 wäre, glaube ich, dann gut gewesen. Turm E1 schafft, fertig. Ah. Okay, aber das gewinnt das. Okay, er kriegt jetzt auf jeden Fall den Turm. Okay, Remy hat er. Remy. Gegen 2,5-30er gewonnen, obwohl ich gesagt habe, und er nicht. Okay, das reicht. Das erste Remis in dieser, in diesem, dem ganzen. Genau. Wie lange ist noch? 3 plus 1? 11 Minuten. Okay.